Wo gibt's die Zeitung? Da drüben gibt's die Zeitung. Da ist er. So, Tag, Junge. 23 Cent, das geht schon. So. Ich kaufe einfach immer Zeitungen, wenn ich sie sehe. Und irgendwann lese ich sie dann auch wieder. Okay, dann wollte ich noch ganz kurz, bevor wir dahin gehen, möchte ich nochmal zur Postmeisterei. Ich move ja schon. So. Buenos días, señor. Buenos días, compadre. Oh, eine Truhe. Ist nicht unsere. Ich will hier nicht wegen Diebstahl jetzt auf den Sack kriegen. Das hier ist die Postmeisterei. Ja, so richtig was passieren tut ihr aber nicht. Geht immer ein Ausrufezeichen. Was macht die? Was macht das hier? Alles klar. Zugfahrkarten. Kopfgeld bezahlen. Okay. Hello. What do you need? Post abholen. Guck mal kurz. Emerald Ranch, Rick Station, Ansburg. Ich düse mal zur Emerald Ranch. Da sind wir ja einigermaßen zu Hause, oder? Thanks. See you again soon. Alles klar. Postmeisterei. So, sehr gut. Also Schnellreisemythos ist auch geklärt. Ich dachte vielleicht am Schild wie bei Witcher oder so, oder über die Map oder sonst irgendwas. Aber das, ja, so geht's natürlich auch. Und dann sind wir schon angekommen. So, wir können natürlich im Zug bleiben. Fährt das auch da? Züge können lukrative Raubziele sein. Raubziele. Okay. Wo sind die ganzen Häuser? Sind die auf der anderen Seite? Bedrohliches Verhalten gegenüber einem Fahrgast leitet den Zugraub ein. Schicken deine Patrouille. Hä, wo sind die ganzen Häuser? Hä? Warte mal. Hier waren doch gerade eben noch. Was ist denn hier los? Kopfgeldjäger. Aber wir. Auf uns ist ja momentan kein Kopfgeld mehr, oder? Wir waren doch gerade noch in der Stadt und haben noch gefragt und da gab es auf uns kein Kopfgeld mehr. Ach, hier ist gerade alles geschlossen. Postmeisterei und sowas. Ich weiß nicht genau warum. So, komm mal, kleiner. Ach, warte mal. Okay, boy. Let's go. Warte mal, hier haben wir Kopf. Stimmt ja, wir haben ja. Ach, wir sind ja gerade im anderen Bezirk. Stimmt. Hier gibt es wieder Kopfgeld auf uns. Ach, Mann, ich hatte gerade gehofft. $150, die will ich aber nicht selber bezahlen. Das sehe ich nicht. Und da hinten sind die Kopfgeldjäger. Das, ja, das sind genau die Kopfgeldjäger. Ich will die nicht selber bezahlen, die $150. Wie kann ich die denn sonst loswerden? Wahrscheinlich gar nicht, ne? Okay. Wo ist denn dieser verfluchte John Mars? Wieso ist denn gerade alles gesperrt? Ja. Oh, ich glaube, ich habe gerade aus Versehen was mitgenommen. Den habe ich nicht erwischt.
Ich wollte nur mal gucken. So. Die Frage ist, ob die Kopfgeldjäger uns jetzt überall verfolgen. Weil $150 ist natürlich schon eine Ansage. Und ich habe das Gefühl, je mehr Kopfgeld wir jetzt ansammeln, desto mehr Kopfgeldjäger und desto öfter werden wir die auch treffen. Da, Freunde! Alles in Ordnung? Gut. Ich bin der Sheriff. Hier waren wir neulich schon mal, sind wir mit der Kutsche durchgefahren. Schieß, das war weit weg. Okay, ruhig, Brauner. Ruhig, Brauner. So. Wir sind gleich da, wir sind gleich da. Ehrlich gesagt, hätten wir gleich eine Schnellreise woanders hinnehmen können. Ich auch. Wow, die Partner. Boah, sieht schon cool aus. Weißt du, was jetzt noch fehlt? Dass man eine Eisenbahn durchbaut. Railroad Tycoon 4. Das fehlt jetzt noch. So. Ich bin sicher, wir sind bald da. Howdy! So. Will somebody help me out? I was in the army. Ach, na gut, wir probieren es mal. So. Tag, mein Junge. Ich hoffe, hier erkennt uns kein Bulle. Hey, Mister. Hey, buddy! Hey, mister! Mister! I never learned your name. I never did. You're like a brother, but I didn't learn your name. And I said to myself, Mickey, you never learned that fella's name. Now, you'll never see him again. And you'll be sad. Like when your puppy passed. Because you slept on it. What's your name, mister? Arthur. Arthur? My uncle's name was Arthur. Uncle Arthur, we called him on account of his name. It's a fine name. A strong name. Like a king. You could be my king, Mr. Arthur. Yes, you could. Ganz schräg. Ganz, ganz schräg, ganz schräg. Okay. Ich gehe mal eben zur Postmeisterei. So. Kann ich hier vielleicht? Greetings. Good to see you. So, Kopfgeld bezahlen. How can one crook raise so much hell? Was? Was haben wir denn da sonst noch? Zugfahrkarten, Kopfgeld. Ja, okay. Ja. Thanks, Mister. Da habe ich jetzt so nicht mit gerechnet. Und die Frage ist aber, müssen wir immer. Ich meine, wir verdienen natürlich auch eine Menge Kohle, aber.
Das ist mir ein bisschen teuer. Wenn ich ehrlich sein soll. Hat wahrscheinlich einen Nachteil, dass ich nicht bezahlt habe jetzt. Morgen. So, wer ist denn da wieder so schmuddelig gerade, hm? Wer ist denn da wieder so schmuddelig? Mann. Hast wieder rumgesaut, hm? So. Nochmal ein bisschen hier kommen. Heilige Scheiße, wie kann man so schmutzig sein? So, okay. Dann gibt's hier noch einen Haferkeks. So. Ja, okay, boy. Brav. So, ich frage mich, ob das eine gute Sache ist, weil wir jetzt nicht bezahlt haben. Also, ich reite mal weiter. Vielleicht umreite ich die Stadt dann einfach. So, zack. Howdy! Apropos Stadt umreiten. Das geht, glaube ich, am besten. Wieso leuchtet es hier? Wir können die Stadt nicht umreiten, weil er hier rumhängt. Mist. Ist das ein Galgen? Ich glaube, das ist ein Galgen. So, ich schau mal kurz auf die Map. Kopfgeldjäger haben wir noch nicht entlarvt. Was ist das denn hier? Five Finger. Achso, okay. Kopfgeld 150, alles klar. Naja, wir bemühen uns mal hier rumzuschleichen einfach. So. Ich hoffe, unser kennt niemand. Na, sieh mal einer an. Just stare that feller down. Brought enough trouble around here. War er doch nicht. Da ist er. So, du Dreckiger. Better? How's the scar? I heal pretty fast. Lucky you. So you just lazing about or you got any leads? I got something. You see them? Sure. Well, you see yourself as a shepherd now? Maybe. Come on. Well, where exactly are we going? Collect something. Help us get some sheep. You know, that attempt to seem all enigmatic and interesting, that might work for Dutch, but for you, it just makes you look stupid. Come along. You'll see. That train job was a start, but we need more money. Until we can get back to Blackwater and collect. I'm here to tell you. We try to collect that money anytime soon, it'll come with a noose. I was worried you'd say that. Dutch says that we... Dutch says a lot. That's his gift. Saying things. Oh, yeah? What do you mean by that? I was the prize pony once. Now I'm the workhorse. Listen, Dutch is... Well... You was at that thing in Blackwater. We already seen Pinkerton's here. New century's coming. This life, this way, well, we're the last, I reckon. And we ain't long for it. Then that's the way it goes, I guess. For me, yes. All right. So where are we going? Just need to pick up something. Der Hund gerade eben. Ich. There's a hitching post over there. Yeah. Tether the horse and I'll meet you across the street. Vom Sheriffbüro. I already don't like how this is going. Vom Sheriffbüro, das ist eine gute Idee. How's everything with you? Nothing to complain about. That's good to hear. So. Es ist eine sehr gute Idee, rumzulaufen. Okay, Weapon Soul, best quality. Kann ich mir vielleicht auch Munition kaufen für unsere kleine... Gunstore. Yep. Can you, head in, pick up a sniper rifle? I'll explain later. Don't you wear yourself out now. Okay.
Oh, well, hello again. How can I help you today? Looking for a rifle? Something with a sight on it. Shouldn't be a problem. You want to see what we've got? It's all in the catalog here. Aber die ist doch teuer. Ich muss nur noch Kopfgeld bezahlen. So, apropos, also Munition. Munition brauchen wir auch. Ich weiß allerdings nicht, was in die kleine reingeht, die wir da jetzt haben. Ich weiß nicht, was die für Munition braucht. 1,35, 90 Cent. Steht das bei der irgendwo dran? Für Verlässlichkeit und bla bla bla. Ich guck mal kurz. Ich nehme an, ja gut, hier kann ich sowieso nicht gucken. So, ich setze mich kurz anders hin. Ups. Die Frage ist, woher weiß ich, was jetzt in die Kleine da reinkommt? Das hört sich ganz falsch an, wenn man es so sagt. Ich schau mal. Vielleicht kann ich ja bei den Waffen gucken. Müsste ja eine Pistole sein, ne? Most powerful. Hier, so eine müsste es doch sein. Powerful deterrent to meddling. A man grows hold. Lalalala. Schaden, Reichweite, Feuerrate. Das müsste die auf der rechten Seite müsste die ja sein. Aber ich weiß nicht. Finest self-loading automatic. Quality Manufacturing bei Mühlberg in Germany. Ich weiß aber nicht genau. Ich guck mal hier gerade. Oder auch Customer Say. Steht aber nicht, was ich für Munition brauche. Mauserpistole, okay. Vielleicht hilft mir das hier weiter. Munition. Revolver. Repetier. Pistole, Munition. Gewehrmunition, wir haben so noch warmen, HG, normal. Pistolmunition normal, Pistolmunition Express. Eine Schachtel mit 30 Express-Patronen für unglaubliche Mannstoppwirkung. Für Verlässlichkeit. Also Express oder? Ich. Und dann haben wir hier noch Pistolmunition HG. Hochgeschwindigkeit, verbessert durch Schaden auf große Distanz. Möchte ich fast die nehmen. Ich weiß aber nicht genau, ob das. Ah, okay. Okay, die haben diese Symbole da immer bei den Patronen. Guck mal, hier ist dieser ausgefüllte Kreis. Hier ist dieser Kreis, wo unten was fehlt. Und hier ist der Kreis mit dem leeren Dings in der Mitte. Das heißt, ich muss erstmal gucken. So. Unsere normale. Pass auf. Ich mache mal Folgendes. Ich kaufe die jetzt einfach mal. Gut, ich muss also nicht genau darauf achten, was ich brauche, glaube ich. So. Denn wir hatten ja vorhin Revolver. Und jetzt haben wir eine Pistole. Ich nehme mal ruhig die hier, ne? $9! Uah. Ja, egal. Habe ich mal gemacht. Und dann gucke ich mal ganz kurz im Index. So. Flinten, Repetiergewehre. Keine Ahnung. Wähle das Rolling Block Gewehr. Für $0. Ja, gut. Okay, Waffe reinigen, Komponenten. Ja, hallo, meine schöne. Lauf. Drall. Standarddrall, verbesserter Drall. Gibt mehr noch mehr Reichweite. Ah, okay. Komm, mach ich mal ein bisschen was. So, Zielfernrohr. Kurzes Zielfernrohr. Wir haben ein mittleres. Haben wir aktuell drauf. Du besitzt diesen Gegenstand nicht. Langes Zielfernrohr. Schafft. Hat
Hat das irgendwelche Vorteile gegenüber den anderen Sachen? Nee, ne? Ist nur andere Maserung irgendwas. Schutz? Kein Schutz. Ja, sieht besser aus. Komm. So. Dann. Komponenten, Dekoration, Munition. Gewehrmunition normal, Express, lalalala. Schaden. Macht noch mehr Schaden. Ich glaube, die Reichweite ist okay. Ich würde hier tatsächlich noch den Schaden nehmen. So. Okay, ich hoffe, das reicht. So. Gut. Zielfernrohr. Damit kann ich in Zukunft gucken. So. Good. Sure. Let's go. Alles klar. Hauptsache, der Sheriff sieht mich nicht. Zack. Hallo. Yeah. Danke. So. Why couldn't you have done that? Done what? Bought that gun. I had a run-in with that fella earlier. We ain't on the best of terms. You had a run-in. I've had a run-in with half that town. Calm down. It's done now, ain't it? Why are you being so cagey about all this? Always playing some goddamn game. Me? I ain't the one taking Jack on fishing trips. Huh? No, you ain't. If you say the boy ain't yours, what's the difference? You probably only run off again. Why are you so interested in my life? Ain't you got one of your own? Just do one thing or another. Not be two people at once, that's all I'm saying. It ain't that simple. You know that as well as anyone. Same as with you and that girl... What was her name? Mary? That was different. No, it ain't. Just the same. Anyway, for the love of God, will you tell me what you got me doing here before I turn around and hit the breeze? There's a herd of sheep coming down to auction from Emerald Ranch. Folk in town were saying the owner's trying to stamp out every farm from here to Ansburg. Yeah, I know that place. Jetzt sollen wir also noch Pferde stehlen. Das hilft mir alles bei meinem Kopfgeldproblem. Habe ich das Gefühl. Na, diese Kinokamera ist einfach so geil gemacht jetzt. Bei GTA fand ich die immer ein bisschen umständlich. Aber hier ist sie einfach so gut umgesetzt. Alles klar, ich reite einfach hinterher. So, I'm thinking that the herd will make it to auction all right, but a couple of new ranch hands will be collecting on the sale. Doubt the town will care to notice too much. Why we need this rifle you couldn't buy yourself? Reckon we shouldn't get too close. At least not till we know what we're dealing with. Let's see what we can see from up here. Ja, Siggi. So. Okay, Fernglas. Okay. I think that's them over there. So what now? Put a shot in near them. I reckon they'll hightail it. They're only ranch hands. Just watch the sheep. Okay, schieß mal in die Mitte. Looks like one of them don't scare too easy. Put another shot in close. He'll get the message. To do it. All right.
Let's go round them up. Alles klar. Niemand muss sterben, finde ich gut. So, steig auf dein Pferd. Let's go get the strays. You ever work on a ranch, Marston? No. You? Aber bald. Day here, there, but not much. Most cowboys I know are dumb as trees. How hard could it be? I guess we'll soon find out. Let's get these things. Bring them back to the yards. So. Aber kommen die nicht nochmal zurück? Obwohl, naja, sind ja Schafhirten. Die kommen wahrscheinlich doch nicht zurück. They're pretty scattered. Let's get them all rounded up. Okay, ich weiß noch nicht genau wie. Und ich weiß noch nicht genau wohin. So, das. Hä, der reitet mir voll rein. Und ich bin der Arsch. Arschloch. So, einmal mit in die Richtung, Kollegen. Alright, I think we got them all. Let's head for town. You know what? Marston, why don't you leave the sheep to me? You ride Shank, keep watch for any trouble. I brought you in on this. It'll be quicker this way, trust me. This ain't the right time for you to be learning how to herd. Alright, whatever you say. I'm done arguing. Das ist richtig gut. Zielen, rufen. Vamos, vamos. So. Nicht zu viel antreiben, die sollen ja zusammenbleiben. Quickest route back to Valentine is right around that mountain. Okay. Like I said, I'll handle this. Ich passe mich an die Geschwindigkeit. Keine Sorge. So. Das haben wir eine entspannte Mission gerade. Nach all den Wagenüberfällen. Man muss sagen, es ist auch extrem abwechslungsreich. Auch wenn es gerade natürlich sehr ruhig ist. Ja, ja. Mhm. So, bleibt schön auf der linken Seite. Nicht nach rechts. Ob wir da so ruhig durchkommen, ich weiß es nicht genau. Ich hoffe, die Schäfchen müssen nicht irgendwo über einen Zaun springen einzeln. Und ich muss sie dann dabei zählen, dass auch alle noch da sind. Das wäre schwierig. Ja, Freunde, bleibt mal bitte schön als Gruppe zusammen. Oh, treues Ross. Oh. Maximale Verbundenheit. Da kannst du ja wieder schön durch den Grill laufen, hm? Oh nein, da kommt uns jemand entgegen. Das kümmert hier aber nicht, das ist gut. Ich wollte das mal ganz kurz eben feiern. So.
Bleibt ihr bitte zusammen? Ich weiß jetzt nicht genau, wo muss ich denn da jetzt, wo muss ich mit den Viechern denn hin? Warte mal, ich guck mal ganz kurz. Ach so, ach, mitten auf diese, okay, Kettelgeschichte da, ne? Macht ja auch irgendwo Sinn. Und jetzt ein Zug, bam. Guck mal, die laufen schon selber dahin. There you go. Alles klar. Fine sheep. They're okay. Well, you seem better around here. I've seen ones with less ambiguity about their provenance. A lot less. What are you trying to say? I'm trying to say you give me 25% kickback, and I won't say nothing to nobody. Everything all right here? Excuse me? Sure. I'll excuse you for 25%. Do you want me to put another hole in your head? Folks swing for rustling livestock. 25%. 15. 20. 18. Done. Calm yourself, friend. Just think of it as I'm buying your sins. You're buying. But we're paying. Go on now. Come back after the auction. You'll get your money. Alles klar. Dutch is waiting for us at the saloon. Yes? Ich will nicht in die Stadt. Ja, ich hab Kopfgeld, Mann. Ich hab hier $150 Kopfgeld. 18%. I thought we was doing the robbing here. Still getting money. Well, thanks for all the help with this. Can't herd, can't swim. Give it a rest, will you? We ain't kids no more. You know, you never really was. So, triff dich mit Dutch im Saloon. Alles klar. Wieso bin ich gerade so langsam? Okay. Bitte lass mich durchkommen, denn ich habe gerade Kopfgeld auf mich. Hallo, hallo, hallo. Ich bin neu in dieser Stadt. Man hat mich hier noch nie gesehen. So. Das ist der falsche Saloon. Es gibt zwei Saloons hier. Shit. Okay. Entschuldigung, ich bin automatisch direkt zu dem Saloon geritten, wo wir gesoffen haben. Wer hätte das nicht gemacht? Also ganz ehrlich. So. In den kleinen Saloon, da hinten will doch keiner rein. Okay, wieso kann ich bei dem Jungen jetzt nichts mehr kaufen? Hat er genau jetzt Pause gemacht gerade? Der wurde eben gerade aus der Minimap rausgegraut. So. Ich kann hier leider auch nicht rennen, Mann. Was soll, wieso kann ich hier nicht rennen? So. Entschuldigung, die Herrschaften, dass ich nicht jede Sekunde meines Lebens auf die Minimap schaue. Sondern wenn jemand Saloon sagt, automatisch zum Saloon fahre, wo er schon war. So. Well, I have never been a man for compromising. I fear at my age I am too old to change. Gentlemen. Dutch, where have you been? Working. Marston's thing. Good. And? We're just waiting to get some pay. A few sheep. Leopold, my good friend, as long as you're here, why don't you and John go make sure there ain't no funny business? Of course. Gentlemen? Drink? Sure. Nothing like talking to old Strauss to make you want to blow your own brains out. I should have left him where I found him all those years ago. Bookish little Austrian, fresh off the boat, his eyes out on stalks. Well, I guess the
Dutch Vanderlyn Finishing School has some strange graduates. That it does. To your good health. Thank you. Uh-oh. Vanderlyn! Get out here! Get out of here now! Vanderlyn! You don't know me, but you keep robbing me! My name is Leviticus Cornwall. I am not a man to be messed with by the likes of you! Get out here before I have these men killed! What do you think? Get out here, well, you depraved piece of trash! You start spinning a yarn, when I think the moment's you right, I'll make a move. You think I got where I am by letting scum like you rob from me? Vanderlyn, you're done! Now get out here now! Deal with this nonsense. Please. Wieso haut er jetzt ab? Gentlemen, this is a terrible mistake. This is a case of mistaken identity. What is worse than admonishing a man for the sins of another? Who wants to be the Messiah? Not me. Nor do I want to be this Dutch Vanderlyn, whomever he may be. I am Archibald Smith, a lay preacher. For God's sake, Sergeant, will you get to it? So... Shoot somebody, will you? Yeah. War nicht so sicher, ob ich jetzt ziehen soll. Ich konnte nichts falsch machen. Ja, komm ran, Junge. Sag mal. Ja, das ist aber ganz gut. Auf dem Weg. Sagen Sie mal. Achso, unser. Sieht ja nur ungewaschen aus. So. So, zwei haben wir noch. Einer müsste hier sein, irgendwo. Oh, auf einmal sind es mehrere wieder. Gerade nach! Eine beschissene Idee. It's just a scratch. Shut up. You can talk. We all heard you whine about a little nick from. You shut up. Das ist doch schon eine beschissene Idee. I can't do this.
nach hinten sind wir völlig frei. Let's go! Nein, auf den letzten Meter. Naja. Das Problem ist, na, ich muss gucken. Ich muss gucken, wie ich das mache, wenn ich im Gehen schieße. Horses are over there. Grab Sprouts and let's go. So, lege Strauß auf. Okay. Den muss ich den jetzt tragen, Mann. A quiet drink, I get shot. Okay, ist ein bisschen aufgeregt. So. You make sure nobody's following us. We'll get back to camp. We're gonna gather the troops and get them to start packing up. Sure. We can't stick around after this. Let's go! Yeah! Na, großartig. Alright. Cave in his skull! Alright. I better get out of here. Ins Gesicht geschossen, er lebt immer noch. Wie viele Kopfschüsse vertragen die? Viel zu viele. Ich glaube, wir sollten hier eher raus, ne? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe das Gefühl, unser Kopfgeld wie aus Valentine. Das sollten wir nicht machen. Aber ich kann hier nicht alle hier liegen lassen. Überleg mal, was die für Loot haben. Ich dachte, es wäre ein unschuldiger Bauer. So. Flieh aus von den Teilen. Na, komm, meine Süße. Wir looten später. Was soll jetzt noch passieren? Eigentlich dürfte da jetzt niemand mehr leben. In diesem Dorf. Oh, da hinten kommen sie wieder. Die können exzellent schnüffeln, habe ich das Gefühl. Die hängen ihren Riechern in der Luft und wissen genau, wo wir langgeritten sind. Vielleicht würden sie unsere Fährte im Fluss verlieren. Fluss ist auch ein bisschen weiter entfernt. So. Gut. Nein, das wollte ich nicht. Das Protokoll wollte ich mir gar nicht anschauen. Okay. Wir hätten hier natürlich nicht looten können, weil da wären unendlich Leute nachgekommen. Und ich habe das Gefühl, $60 Kopfgeld. Ah, die haben sich jetzt erstmal eingeschottet wieder. Da kommen wir gerade gar nicht rein. Dutch van der Linde. Dann reiten wir mal zum Dutchmann. So, mal gucken.
Anderlin. So. Diese Truthähne. Ich liebe diese Truthähne. Dann düsen wir mal. Ja, ruhig brauner, ruhig brauner. Hier rüber. Nee, doch, da unten lang. So. Sieht aus wie eine Strecke, die man unbedingt runterrasen sollte. Das ist ein bisschen wie diese Berge in Österreich. Wie heißt der nochmal, wenn man noch. So, Kopfgeld $85. Wer soll die bloß bezahlen? Ja. So. Okay. Ich meine den Übergang. Huch, oh, ich achte hier auf den Chat. Ich meine den Übergang von Deutschland nach Österreich. Den meinte ich, da wo diese, wo man diese Schluchten da runterfährt quasi. Oh. Hat's überlebt? Ich bin mir nicht sicher. Und wo ist denn Pferd hin? Herr Pferd, was wird das? So. Was ist denn hier? Was macht der da hinten im Nebel? Okay. So. Alles klar, ich hoffe, wir sind bald da. Wettermäßig sind wir ja ganz vorne mit dabei. Die guten Londoner Nebel. Ach so, ja, Entschuldigung, ich bin's. Ich will immer Bescheid sagen, aber irgendwann nervt's auch. So. Was war? Was? Ich weiß einfach nicht. Ich weiß doch auch nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ich hab da einfach keine Worte für. So. Ah, lecker. Good evening, Arthur. Das war das schönste Absitzen, was ich jemals gesehen habe. Richtig elegant. We keep heading east. Is that the plan? For now. And when do we stop? When we reach Paris? Well, that'd be nice. Join the commune. We stop when we find someplace sensible. Shake them that's following us and lie low. This is lying low? Turned into a bunch of killers. I mean it. We ain't even got the delusion of being anything but a bunch of killers. You're just trying to survive, Hosea. We don't have a choice. This'll end soon. Damn right it will. Constipated as usual. Aber das ist doch alles andere als Lowlaying. Also das ist doch alles andere als Untertauchen. Dass die Stadt überfallen, alle über den Haufen schießen, bla bla bla. Die ganze Zeit machen wir nur Scheiße. Oh, warte mal. So. So, we moving? Yeah. Micah told me of a place we can lie low. Look here. Dewberry Creek, he said.
Okay. Maybe you and Charles can go take a look, clear off anyone you find before the whole lot of us move in looking so conspicuous. And how are we gonna do that? I don't know. Start dancing? Looks like I turned into the goddamn errand boy. You have turned into my son. You worry because I worry. We are just the same. Hey, Charles, come on. I need you for something. Sure, this can wait. Ich weiß ja nicht. So. Zupp drauf da. Hey, dann reiten wir mal zum Dewberry Creek. So. Ich habe das Gefühl, der Dutch hat uns alle irgendwie geführt, die ganze Bande irgendwie geführt, aber jetzt führt er uns gerade in den Untergang. Find a new spot to camp. We're packing up and moving on. Again? We have to. And fast. We'd already pushed our luck too far before that mess we just made in Valentine. That didn't sound good. Killed a lot of law. Killed a lot of Cornwall's men. They must know where we are by now. So, warte, wo müssen wir hin? Dewberry Creek. Watch it! Arthur. Ja, warte, lass uns ganz auf die Straße rein. Komm. So. We're heading south? Yeah. Area called Dewberry Creek. Dutch wants us to give it a look. Make sure it's clear and a good place to lie low for a while. I've only known him a few months, but the way he talks, I never thought I'd see him wanting to head south. Right. And I know by now, there ain't no lying low. There's too many of us for that. And there ain't no way Dutch is gonna just hide away in a cave somewhere. Goes against everything he stands for. That'd be admitting we're nothing more than low-down criminals. Which we are. You don't have to tell me. Whoa! Jetzt ziehen wir um, aber die Pinkertons finden uns bestimmt auch da drüben. So where does it end? Yeah. Where does what end? The moving, the running. Dutch don't see it as running. Call it what you want. I don't know. Before, put enough time and distance between you and the problem, eventually it went away. I mean, this is a big country. But now, with these Pinkertons, better paid bounty hunters, I ain't so sure. Maybe the price on our heads got too big. Yeah, they've certainly got money behind them. They've got Cornwall's money behind them for one, which guarantees even more trouble. Und das Problem ist, unser Kopfgeld hier können wir ja bezahlen, aber wir haben ja in Blackwell $5,000. Wo soll man den hernehmen? Werden wir niemals bezahlen können. I think that must be it up ahead. The old dried up creek. Seems very open. Yeah, it does. Ain't sure to be the best in the rain, neither. Well, let's take a look around. Durchsuche den Creek nach Bewohnern. Hey, I see something over there. You see it? Someone on the ground there. Untersuche die Leiche. Vielversprechend. Ist das Gebiet hier nicht zu offen für ein Camp, für ein verstecktes Camp? He's been shot. Let's be careful, Arthur. There's a camp just up ahead. Sure. Let's get ready for business. Any issues? Shoot first, debate second. For the sake of it. So, survival's for the sake of it. Quit talking.
You started it. Ah, so ist eh gleich da vorne. Okay. You see there? Tents and a wagon. Looks deserted. Aber Feuer. Okay, well, let's have a look around and make sure. Aber hier brennt noch Feuer, das heißt, hier muss doch jemand gewesen sein. Where is everybody? Maybe they heard us come. Be careful. I'm being careful. Hallo? Wer schnüffelt denn hier? Kisten durchsuchen. Okay. It's okay. It's okay. Come out of there. You okay? You don't mean no harm. Der Kleine mit dem Tiroler Hut. He said, are you okay? Sprechen Sie Deutsch? Oh. German? Oh. No. Now go on. Get out of here. Go. We need the land. Go. Get the hell out of they here. They took our father. Who did? Men. Last night. Where did they take him? That ain't no business of ours. I don't even speak their language. You ain't as tough and dense as all that. Come on, Arthur. Dann holen wir den Vater. The girl was pointing this way. Let's see if we can pick up a trail. Okay. There. Tracks. Come on. I don't see nothing. Hoof marks. This way. What's going on with you? What do you mean? You were just gonna send that woman and her children on their way? We're wanted, man. We got Pinkertons breathing down our necks. We should be moving camp, not running off on some wild goose chase. Come on, Arthur. That's not how you are. Well, maybe you don't know me as well as you think you do. Hold up. Let me check this. Jetzt müssen wir diesen Ausländern helfen. Widerlich. Okay. Looks like they go down this way. Jupp, hätte ich auch gesagt. So, what happened with those Pinkertons anyway? When you were fishing with Jack? Said they were on to us. Offered me freedom if I turned Dutch yet. They picked the wrong man there. We should have moved right then, if you ask me. Wait a second, just want to look closer here. Continues along the shore here. So you were saying... Bastards told me they'd killed Mac. Said it right in front of Jack. Ah, that kid. It's gonna be tough for him. Yeah, but he has more folk looking out for him than most of the rest of us had growing up. John said he was going back to the auction yard to collect the money for those sheep. He'd be a damn idiot going anywhere near that town right now. He reckoned he'd be able to slip in and out. Oh, well. If it's John's idea, it must be a good one. What is it with you and him? He disappeared on us for a while. When Jack was real young. A long while. Wait, just... Let me make sure this is right. Die sind aber ganz schön weit geritten, mein lieber Freund. In der Zeit.
They carry on along this trail. So, anyway, when Jack was really young, a long while, you hear him? He did. And we was family, you know? Guess I still ain't fully forgiven him for that. There's a camp up ahead. Be careful. Durchsuche das Lager nach Deserted. Let's take a look. Vielleicht sind es ja Banditen, die Camps überfallen.